Einen wunderschönen wünsche ich euch zurück von mir aus hier. Ich bin der Joe. Hi, ich bin der Dennis. Wir beide sind Berufsmusiker, deswegen habe ich den Dennis heute mal eingeladen als Kollege und Kumpel. Denn wir haben uns heute gedacht, wir beschreiben euch heute mal die drei gängigsten Gitarrentypen, die es so gibt. Die wären nämlich... Die Nylon-String-Gitarre oder auch Konzertgitarre genannt. Genau, richtig. Dann hätten wir hier zum Beispiel noch eine Western-Gitarre. Und die dritte? Die E-Gitarre. Ja, die stellen wir später noch. Genau. Das Thema soll nämlich heute sein, welche Gitarre soll ich mir kaufen oder... Welche Gitarre kauft sich ein Anfänger, der sich überlegt, oh, ich fange mal an, Gitarre zu spielen. Genau, richtig. Viel Spaß und am Intro geht's los. So Dennis, dann erklär uns doch jetzt mal, was hast du denn da an der Hand? Wo kommt das her? Wie heißt das? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen so einer Gitarre hier und der hier? Okay, das ist eine Konzertgitarre oder auch Nylon-String-Gitarre genannt. Man kennt diese eigentlich ohne dieses Cutaway. Und viele in der Klassik spielt man halt Konzertgitarre. Aber in der Popmusik gibt es auch oft. Zum Beispiel Eric Clapton. Genau, richtig. Glaube ich. Hoffe ich. Hoffe ich. Muss ich den Namen noch einblenden? Genau, Eric Clapton. Jo. Ja. Und natürlich, klassische Gitarristen und Flamenco-Gitarristen spielen auch Nylon-String-Gitarre. Die haben Fingernägel, die habe ich jetzt nicht. Deswegen klingt es bei denen ein bisschen, der Sound ein bisschen fetter. Aber zum Beispiel... ist auch ein etwas bekannteres klassisches Stück. Romanze. Ja... Da hört man diese Gitarre. Okay, und was zeichnet diese Gitarre zum Beispiel aus? Also, wir haben ja schon irgendwie, wenn wir das jetzt mal vergleichen würden, also ich habe jetzt hier eine Western, die nehmen wir gleich dran, aber vom Griffbrett her, was fällt direkt auf? Das Griffbrett hier ist breiter, aber die Saiten sind etwas, wenn man greift, merkt man am Anfang, dass es hier nicht so weh tut wie hier. Also weh tut. Das ist relativ, aber... Relativ, tut nicht weh, aber es... ist hier einfach ein bisschen härter, aber hier sind halt die Seitenabstände größer und deswegen muss man die Finger ein bisschen mehr spreizen als bei der Western-Gitarre. Genau, richtig. Also man könnte auch sagen, am Anfang, viele meiner Schüler sagen auch, so eine Nylon-Gitarre für den Anfang oder Konzertgitarre ist angenehmer, da die Saiten ja aus Nylon sind und einfach umwickelt und keine Vollstahlseiten und deswegen einfach erstmal fingerschonender, sagen die meisten. Hm, ja. Ja. Aber das ist ja eine Geschmackssache. Genau, ansonsten ist noch zu sagen, das ist auch eine Gitarre, weil viele sagen zu mir, kannst du E-Gitarre spielen oder nur Akustikgitarre? Kennst du? Ja, habe ich noch nicht gehört, deswegen lustig. Deswegen von mir schon mal an euch, es gibt eigentlich keinen Unterschied. Eine Gitarre ist erstmal grundlegend eine Gitarre. Richtig. Wenn die 6 Saiten hat und mindestens 12 Bünde, ja, dann hast du erstmal eine Gitarre in der Hand, die besteht aus einem Kopf, einem Hals und einem Körper. Gehen wir jetzt direkt auch schon mal auf die Western-Gitarre ein. So eine halte ich jetzt gerade hier in meinen Händen. Die besitzt auch einen wundervollen Cutaway, wie ihr hier unten sehen könnt. Somit kann man in den höheren Lagen auch ein wenig spielen. Hinzu, wie eben gerade schon erwähnt, das Griffbrett ist ein wenig dünner. Es erinnert fast ans E-Gitarren-Griffbrett. Also das haben mir viele Schüler gesagt. Auf der anderen Seite haben wir Stahlsaiten komplett und dadurch auch einen komplett anderen Klang. Ein Vergleich? Genau, richtig. Es war jetzt ein C-Dur-Akkord, ganz lose gespielt. Ja, benutzt du diese Gitarre für alles Mögliche, oder? Also, ja, du kannst auch drauf, wie also auf der Konzertgitarre kannst du auch schlagen oder zupfen. Genau. Und das kannst du auf der genau, auch. Genau, richtig. Spielt man jetzt im Gegensatz zur Konzertgitarre eher mit Plektrum, wenn man schlägt? Genau, richtig. Und da kann ich gerade mal eins rausholen. Also ein Gitarrist hat eigentlich immer Black drin dabei, die sehen dann so aus. Genau, ich auch. Ich habe auch eins, warte mal. Genau. Da, ich habe auch eins. Genau, richtig. Und was man halt vom Lagerfeuer so kennt. hat man schon oft gehört, am Lagerfeuer wird so eine Gitarre öfter benutzt irgendwie. Aber natürlich findet man auch eine Konzertgitarre. Jemand, der sie unter anderem noch benutzt, zum Beispiel, von dem ich ein sehr großer Fan bin, ist Ed Sheeran, wird der ausgesprochen, ne? Ja. Zum Beispiel jetzt mal so als Beispiel, um dass ihr eine Klangvorstellung auch mal habt von Songs, die ihr vielleicht kennt aus dem Radio oder so. Ja, More Than Words kommt auch immer noch, wurde auch auf so einer
aufgenommen. Genau, richtig. Zum das Beispiel. Eben gerade war Lego House, so nebenbei. Lego House. Pick up the pieces. Ja. Ja, genau. Somit hätten wir die beschrieben. Was noch besonders ist an den beiden Gitarren, die haben beide hier oben ein Mikro verbaut. Das heißt, wir haben hier Einstellmöglichkeiten von Treble mit Bass und die Lautstärke. Das Ganze wird geregelt mit einer Batterie. Richtig, hab ich auch. Genau. Da kann man dann hier so ein Kabel reinstecken. Genau, richtig. Ein Klinkekabel und damit dann in einen Verstärker oder in eine DI-Box oder so gehen. Und dann können wir das Ganze auch über Boxen hören. Genau, was noch wichtig ist an so einer Western-Gitarre wie bei dieser hier ist, man kann den Hals einstellen. Das ist ein wichtiges Thema. Ja. Und zwar haben wir hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich hoffe natürlich, dass ihr es seht, hier befindet sich eine Schraube drin. Die geht durch den Hals hier oben durch. Und damit kann man den Seitenabstand zwischen Saite und Griffbrett einstellen. Ist dies denn bei deiner Gitarre möglich? Nein, es ist nicht. Bei deiner Gitarre wird das Ganze ja über den Steg geregelt. Ja, richtig. Da ist das, also wenn der, kann man halt nicht mehr so viel machen bei meiner. Also da ist aber der Seiten, also die Seitenlage ist gut. Aber wenn der Steg, sag ich mal, zu hoch wäre, könnte man so ein bisschen abschleifen. Und dann dadurch die Seitenlage ein bisschen also tiefer legen. Genau, also beim Kauf explizit darauf achten, dass die Seitenlage jetzt nicht unbedingt so aussieht, ja? Das wäre wirklich schlecht. Ja. Genau, und da wir jetzt ja eben gerade schon bei dem Thema Verstärkung waren, würden wir jetzt einfach mal zum nächsten Thema kommen, oder? Zur E-Gitarre. Genau. Hi, da sind wir wieder zurück mit der E-Gitarre. Das ist eine Telecaster. Es gibt noch die Stratocaster und die Les Paul und viele andere. Aber wir haben jetzt mal die Telecaster genommen vom Joe. Eine der bekannteren. Zeig das doch mal. Ja, ich bin jetzt hier im Halstonabnehmer. So, im Gegensatz dazu, was man gut hört, ist der Stegtonabnehmer. Der klingt... Übrigens, die Telecaster wird oft im Country benutzt. Zum Beispiel. Yeah. Die Mittelstellung. Mittelstellung, nochmal alle. Halstonabnehmer. Mittelstellung. Stegtonabnehmer. Genau, Twang pur. Twang pur. Genau, so jetzt das Besondere aber, es ist eine E-Gitarre und zwar besteht auch wieder aus Kopf, Hals und aus Körper. Ja, und wieder 6 Saiten. Ja, genau. Und was wir auf jeden Fall da hinten noch haben, ist ein Verstärker. Hier. Wir haben jetzt hier einen ganz einfachen Fender Mustang, 2 Verstärker. Der ist gar nicht so teuer, habe ich euch auch mal in die Beschreibung unten gepackt. Also wir benutzen hier keine High-End-Produkte. Die habe ich euch auch mal unten in die Beschreibung gepackt. Das ist eine Standard Mexican Tele von Fender. Ja, und jetzt erklär doch mal irgendwie, was kann man denn damit anfangen im Gegensatz zu unserer Western und unserer Konzertgitarre? Ja, also erstmal braucht man für eine E-Gitarre, braucht man einen Verstärker, sonst klingt die nämlich so. Man hört sie nicht so gut, bis gar nicht, also zum Üben wird es reichen, also ich übe zu Hause meistens so. Ohne. Und was man natürlich dann auch machen kann mit der E-Gitarre, man hat verschiedene Möglichkeiten, wenn man einen mehrkanaligen Amp hat, zum Beispiel noch Verzerrung oder... Ja, mach das doch ruhig mal, also das ist ein Modeling-Amp sozusagen, das nehme ich mal vorweg. Der hat mehrere Einstellungen. Wenn du jetzt einen nach oben gehst, von den, genau, einen nach oben, jetzt müsstest du schon einen Effekt drin haben. Und jetzt mal den vorderen. Das ist schon ein bisschen angezerrt jetzt. Ja. Ah ja, das ist ein Auto war. Das ist ja mein Lieblingseffektgerät. So, wir haben uns jetzt nochmal hier eine kleine Zerre reingebracht. Und jetzt hau nochmal rein, schön einen verzerrt. Ja, jetzt ist nochmal richtig verzerrt. Klingt da so ungefähr, ne? Yeah. Ja, würde ich jetzt sagen, wir gehen zum Fazit über. 3 Gitarren sind super. Ihr müsst für euch entscheiden, welche für euch die richtige ist. Genau, im Endeffekt schon. Wie ihr gesehen habt, könnt ihr alle Gitarren als Verstärkte bekommen oder nicht Verstärkte. E-Gitarre wird halt unverstärkt, wie ihr gesehen habt, ein bisschen schwer. Denn wenn die nicht am Verstärker hängt, ist die fast nicht hörbar. Ja. Genau, hinzu beim Verstärker braucht ihr noch Zusatzequipment, wie mindestens einen Verstärker oder... Ja, also bei der E-Gitarre braucht man halt einen Verstärker. Ja, ansonsten würde ich jetzt das Video hier an der Stelle beenden. Ich hoffe, ihr
habt jetzt mal ein bisschen einen Eindruck bekommen, wenn ihr ganz neu in der Gitarrenlandschaft seid. Ja, hoffe ich auch. Dass jede Gitarre ja eigentlich eine Gitarre ist. Ja, jede Gitarre ist eine Gitarre. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Der Dennis hat unten noch einen Kanal verlinkt von mir bekommen, auf dem er, wie sagt man, Playthrough-Videos macht. Also du könnt abonnieren hier unten natürlich auch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.